Gewinner des Blauen Kompass 2018. Die Pädagogische Hochschule Heidelberg mit ihrem Projekt GECOLAB, dem Klimawandel begegnen. Das Beispiel Auszubildende, Klim Azubi. Unser GECOLAB, Kompetenzzentrum für geologische Raumerkundung, beschäftigt sich mit dem Thema Klimawandel und Klimaanpassung. Und genau diesem neuen Phänomen sind wir mit unseren Projekten auf der Spur, nämlich die Sensibilität dafür zu schaffen, dass Jugendliche, junge Erwachsene sich mit dem Thema Klimaanpassung aktiv beschäftigen und Handlungsstrategien entwickeln. Wir betrachten dabei die jungen Menschen immer als die Akteure von morgen, weil wir sagen, wir können nicht abwarten, bis die Wissenschaft alle Antworten gefunden hat, denn es ist der Umgang mit Unsicherheiten, der hier geübt sein muss. Und das ist immer Kern unserer Projekte, dass wir das Beurteilen von Klimafolgen in den Vordergrund stellen. Ein methodisch-didaktischer Dreiklang ist die Basis der Arbeit des GECOLABs. Wir versuchen unseren Adressaten die Folgen des Klimawandels und Anpassungsstrategien durch einen methodisch-didaktischen Dreiklang näher zu bringen. Der umfasst einerseits das Erkennen von Phänomenen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen im Gelände, zum anderen dem Analysieren einzelner Phänomene im Labor und der vereinfachten Abbildung von solchen Phänomenen im Modell und Experiment. Und durch diesen methodisch-didaktischen Dreiklang schauen wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf diese Themen und schaffen so ein Systemverständnis. Klimazubi ist ein besonderes Teilprojekt des GECOLABs. Die Besonderheit vom Klimazubi-Projekt ist eben aufbauend auf unseren anderen Projekten, die wir mit Schülern zum Klimawandel haben, dass wir zusätzlich im Klimazubi-Projekt eben die betriebliche Umwelt in den Fokus nehmen und gemeinsam mit den Azubis zunächst eben den klassischen Dreiklang durchlaufen im Gelände, Labor und Modell uns anschauen, was sind eigentlich die regionalen Folgen des Klimawandels und dann im zweiten Dreiklang uns anschauen, wie ist denn die Betroffenheit des Unternehmens durch den Klimawandel und welche nachhaltigen Anpassungs- und Lösungsstrategien können dafür gefunden werden. Die Auszubildenden werden systematisch und anschaulich mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert und ihre Handlungskompetenz gefördert, auch im sozialen Bereich. Die integrative Betrachtung der Phänomene aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive bindet immer Themen wie Energieeffizienz, Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsschutz, sodass sich auch ausgehend vom Thema heraus weitere positive Effekte ergeben. Und die Ausbilder, mit denen wir zusammenarbeiten, betonen auch immer, dass es ihnen insbesondere darum geht, zum freien Denken, zum Querdenken anzuregen, abseits der starren Ausbildungspläne. Als Geograf bin ich natürlich weltweit unterwegs und überall stoßen wir auf die Folgen des Klimawandels. Auch hier in der Region ist er angekommen, nur viele Menschen wissen davon nicht. Da juckt es einem natürlich schon als Geograf und Geografiedidaktiker, sozusagen mit Märchen, die häufig erzählt werden, ein Stück weit aufzuräumen und die echten Wahrheiten mit Jugendlichen zu besprechen, um sie zu sensibilisieren für dieses Thema, um frühzeitig nachhaltige Anpassungsstrategien zu entwickeln.